mein Herz, mein neuer Zuversicht findet den Herrlichkeit. Du bist Oase jede dürre Zeit, gibst mir klare Sicht, erfrischt mein Herz mit neuer Zuversicht. Leicht wie eine Feder tanze ich, wie in des Adlers Schoß, fliege grenzenlos, dort auf Himmelsflügeln trägst du mich. Wind der Ewigkeit, du machst den Weg bereit, du hebst mich empor auf den Bergen, wo ich deine Klarheit seh. Frei in deinem Licht, nichts der Welt hat mich, leicht wie eine Feder tanze ich, wie in des Adlers Schoß, fliege grenzenlos. Doch du findest Flügel, trägst du mich. Frei in deinem Weg, nichts gewinnt dich. Leicht wie eine Feder tanze ich. Wie in des Vaters Schoß, fliege grenzenlos. Doch du findest Flügel, trägst du mich. Schwere der Welt und ab in mir, die Saat der Hoffnung wächst in mir, die Wolken am Horizont vergehen. Den Glanzstrahl davon verändert meine Sicht, jede Fessel, jede Kette dich, der Stern geht auf im Firmament. Frei in deinem Licht, nichts der Welt hat mich, leicht wie eine Feder tanze ich. Wie in des Vaters Schoß, fliege grenzenlos, dort auf Himmels Flügel trägst du mich. Frei in deinem Weg, nichts der Welt entgeht, leicht wie eine Feder tanze ich. Wie in des Vaters Schoß, fliege grenzenlos, dort auf Himmels Flügel trägst du mich. Herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt, so singt dem Herrn ein neues Lied. Wir wollen uns wieder aufmachen, so wie es in diesem Lied gerade hieß, frei in deinem Licht, nichts der Welt hält mich. Wir steigen auf mit diesem Wind des Geistes und das, was wir in diesen Zeiten trainieren wollen, ist, dass wir auf diese Strömung des Heiligen Geistes hören wollen, dass er unser Rückenwind ist und wir wollen nicht einfach nur Lieder singen, sondern wir lieben es, mit dem Geist zusammen diese Lieder zu transportieren. Er ist der uns Weisheit gibt, der unseren Weg leitet. Er ist der uns Inspirierung gibt, Inspiration gibt und der uns einfach trägt. Und manchmal gibt es diese Momente, wo wir an einem Ort, an einem Punkt in einem Lied vielleicht manchmal halten und wir spüren, so in diesem Bild zu bleiben, der Wind ist gerade weg, es ist gerade Flaute,
Aber das ist genau dieses Spüren mit dem Geist Gottes, d'accord zu laufen, mit ihm eins zu sein und zu merken, nee, wir bleiben gerade auf einer Akkordfolge, wir gehen gerade sozusagen nochmal vielleicht in dieses Lied oder vielleicht spielen wir es nur instrumental. Das ist, was wir in dieser Zeit machen wollen, ist, dass wir diese neuen Lieder erwarten, das, was der Geist Gottes in unser Herzen hineingehen möchte, so wie es in 1. Korinther heißt, dass wir das hören wollen vom Himmel, was er für diese Zeit vorbereitet hat. In gleicher Weise wollen wir ihm diese Zeit geben. Und es ist einfach immer wieder dieses Vorrecht zu wissen, er ist es wert, alle Anbetung zu bekommen. Ich fand es total schön. Michael ist wieder dabei an der Gitarre. Lisa wird uns heute in die Anbetung leiten und gleich uns ein paar Gedanken mit hineinnehmen. Thomas wird uns an den Drums unterstützen. Ronny an der Technik. Aga an der Regie. Und Johannes ist wieder dabei, der uns die Songtexte zur Verfügung stellen wird, eingeblendet. Das ist ein Riesenvorrecht, auch als Team hier in diese Zeit reinzugehen. Lasst euch gerne mitnehmen. Lasst uns einfach unseren König alle Ehre geben. Und Lisa, führ uns mit hinein in das, was ja du so auf dem Herzen hast. Ja, vielen Dank. Guten Abend alle. Ich möchte heute Abend ein bisschen über wahre Anbeter sprechen, was das bedeutet. Und dieses Konzept kommt aus dieser Bibelstelle aus Johannes 4, 3, 23. Und es sagt, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist ein Geist. Und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. So, der Vater sucht wahre Anbeter. So, das bedeutet auch, dass da gibt es falsche Anbeter, aber wir sagen das ein anderes Mal. Jetzt sprechen wir über wahre Anbeter. Und wenn wir Gott anbeten, müssen wir im Geist und Wahrheit machen. Im Geist. Gott ist ein Geist. Wir sehen ihn nicht. Und das wichtigste Teil, das passiert in Anbetung, ist etwas, das wir nicht sehen können. Das ist so interessant. Es geht um was nicht gesehen ist, was ist drinnen, diese tiefe Orte in unsere Gedanken und im Herz. So gibt es diese Bibelstelle aus Psalm 51, 6, das sagt, siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern, dass Gott hat Lust an der Wahrheit im Innern und im Verborgenen willst du mich Weisheit kennenlernen. So, Gott möchte, dass wir diese Wahrheit im innersten Ort in uns kennenlernen. So, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, sagt Psalm 139. Prüf mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt und leite mich auf den ewigen Weg. Diese unsichtbare Realität ist Gott sehr wichtig. Manchmal sagen wir, dass es ist etwas, das von Herzen kommt. Gott sieht unser Herz. Wir reden viel von Herzen. Wir wissen, dass Gott unser Herz sieht. Niemand sieht mein Herz. Es ist sehr schwer für andere Leute, unser Herz zu verurteilen, weil sie können das nicht sehen. Das ist etwas versteckt. Dann reden wir von Absicht, Motivation. Es ist schwer zu schätzen, die Motivation von anderen. Du weißt es nicht, meine Absicht, meine Motivation. Vielleicht siehst du Hinweise über was drin ist. Wenn ich etwas Negatives ausspreche oder etwas kritisch, dann kannst du sagen, gibt es etwas im Herzen, das nicht stimmt? So. Dann siehst du Signale, dass vielleicht gibt es etwas, das nicht ganz okay ist in mir. So, manchmal finde ich schwer, mein eigenes Herz vor Gott zu wirklich verstehen oder erkennen. Gott ist ein Geist und er kümmert sich an was nicht sichtbar ist. Und ein großes Teil ist unser Herz. Das hebräische Verständnis des Herzens ist ganz anders als unseres. Es ging nicht nur um Emotionen, sondern um den Sitz des Denkens und der Leidenschaft und Begierde.
Das ist interessant, weil wir denken nicht so sehr oft, dass das Herz ist ein Sitz des Denkens, was wir überlegen, was wir denken jeden Tag. Und eine Übersetzung im Alten Testament können übersetzt nicht nur er hat gedacht, aber direkt von Hebräisch als mit seinem Herz sagte er. Das ist ein sehr schönes Bild. Mein Herz spricht. Gott kümmert sich um das, was in uns ist. Und er möchte unser Inneres verwandeln und dort Wahrheit und Leben bringen. Sprüche 4, 23 sagt, behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. Denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Die Ausgänge des Lebens. Woran denkst du gerade? Woran verweilst du? Diese unsichtbaren Dinge möchte Gott ändern, besonders in Anbetung. Wir brauchen Zeit, um Gottes Stimme zu hören. Das ist Beziehung. Wir drücken etwas aus, dann er reagiert und dann er drückt etwas aus und dann wir reagieren. Und als ich ungefähr 24, 25 war, habe ich gelernt, in Anbetung Gottes Stimme zu hören. Ich war in Montana, ich war sehr jung und ich habe gelernt, auf Gott zu warten und dass er möchte in die Anbetungszeit mit mir reden. Und das war eine Anbetungsschule eigentlich mit Jugend, mit einer Mission. Und später war ich auch Mitarbeiterin und dann später habe ich Anbetungsschule geleitet. Aber das war ganz am Anfang. Und der war ein Tag, wo ich fand es sehr schwer, in Gottes Gegenwart zu kommen irgendwie. Und ich habe Gott gefragt, warum? Warum ist es so schwer heute? Und er hat geantwortet, hör zu. Hör zu. Und ich habe den Liedtext, das alle andere Leute gesungen haben. Und das Lied war, lasst uns herantreten mit dem Herzen voller Glauben, ohne zu wanken, ohne zu saudern. Denn er, der uns berufen hat, wird treu sein und tun, was er versprochen hat. Manchmal, wir singen ein Lied, aber wir leben nicht in dieser Realität, in dem, was wir singen. Wir hören nicht zu. Wir haben, da gibt es so eine Spaß, wenn man singt. Es macht Spaß, nur zu singen, ohne dass Gott da ist. Und manchmal, wir müssen aufhören und sagen, okay, Herr, was möchtest du sagen hier? Hör zu. Und ja, da gibt es dieses hebräisches Wort Sela. Und da gibt es verschiedene Übersetzungen dafür. Und alle die sehr intelligente hebräische Lehrer können nicht alle, wie sagt man das, einstimmen, was es wirklich bedeutet. Aber einige sagen, dass dieses Wort Seele bedeutet, hör auf und hör zu. Ich mag diese Übersetzung, hör auf und hör zu. Und ich mag das. Es bedeutet, da gibt es Zeiten, wann wir müssen aufhören und Raum geben, auf Gottes Stimme zu warten. So, wir müssen Raum machen dafür. Gott möchte sprechen, aber manchmal geben wir keine Zeit dafür. Wir singen die ganze Zeit, wir sind beschäftigt mit anderen Dingen und wir sind nicht wirklich hier in diesem Moment und wir merken nicht, dass Gott hier ist. Ich möchte ein Zeugnis geben. Das war von nicht diesem Sonntag, aber der Sonntag vorher. Und ich hatte der Freitag vorher starke Schmerzen im Knie. Und am Sonntag war es viel besser, weil viele Leute für mich gebetet haben. Aber es war noch nicht geheilt. Und
Ich hatte ein MRT vor 5 Jahren ungefähr und ich habe, die haben gesagt, dass ich Arthritis und ich dachte immer, immer im Hinterkopf, ich dachte, dass dieses Problem war mein Schuld, dass ich das verdient hat irgendwie. Und der Grund ist, als ich ungefähr 23 war, ich hatte einen Knorpelriss zugezogen und mein Meniskus war in meinem Knie gerissen. Und ich hatte dieses Problem, weil ich so viel gewogen habe. Vielleicht noch mehr, noch 30 Kilo ungefähr. Und viel mehr, als was ich jetzt wiege. So, ich dachte, du bist schuld. Es war sehr subtil, aber es war noch immer in meinem Hinterkopf, diese Gedanken. Das auf jeden Fall, das war meine Schuld. Und letzte Woche haben wir im Motorwerk für Heilung gebetet in der Anbetungszeit. Und ich war ein bisschen überrascht, weil Gott hat mich gefragt, würdest du dir selbst vergeben? Das war eine interessante Frage. Ich habe nie darüber nachgedacht. Und ich sagte, ja, ich will. Herr, ich vergebe mir selbst. Und wenn ich wieder ein bisschen Schmerz hatte, habe ich wieder gebetet. Ich vergebe mir selbst. Und ich habe Gottes Barmherzigkeit empfangen. Und ich hatte nie gedacht, dass ich ein Hindernis für meine eigene Heilung bin. Ich habe nie gedacht. Und ich könnte etwas in meine Knie spüren, einen Unterschied. Und am nächsten Tag sind Michael und ich 20 oder noch mehr Kilometer mit unseren Fahrrädern gefahren, ohne Probleme, kein Schmerz. Und diese Freitagabend vorher, ich könnte fast nicht schlafen, weil der Schmerz war so, es war zu viel. Und es ist so interessant. Und ich dachte ich denke, es war Montagabend schon, nach dieser Fahrradfahrt, ich dachte, okay, ich möchte sehen, ob es mein Knie wirklich geheilt ist. So, ich werde auf mein Knie gehen, um zu sehen, ob es weh tut wurde, wie es immer auf meinem Knie ist. So, und der war kein Schmerz. Und ich war so überrascht, weil es war nicht nur ein bisschen, aber fertig. Es war fertig. So, Gott hat mein Knie geheilt. Und ich bin immer noch schockiert irgendwie. Und ich habe so oft für Heilung gebetet und nichts passiert. Und ich habe Gott angebetet und so. Diese Bibelstelle aus 103 bedeutet mir so viel mehr jetzt als vorher. So weit wie der Osten vom Westen entfernt ist, so weit hat er unsere Sünde von uns entfernt. Das hat eine tiefere Bedeutung für mich jetzt. Und ich kann sehen, so, da gibt es diese versteckte Gedanken in unserem Herzen. Und Gott möchte das rausbringen, um die Wahrheit zu scheinen und zu uns zu zeigen, dass er so anders ist, als was wir denken. So viel anders als unsere Familie oder unsere Ärzte, das sagt, ha, du musst abnehmen, so. Und Gott ist anders und er ist so barmherzig und so gut zu uns und so. Und das ist, was ich heute Abend möchte uns ermutigen, dass diese wahre Anbeter möchten die Wahrheit im Innersten haben. So, Herr, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass deine Gedanken so anders als was wir denken. So. Und wir denken, dass wir etwas anders verdient haben. Obwohl wir dich kennen, da gibt es diese versteckte Gedanken. Und es sagt etwas anders als was, wie du wirklich bist, Herr. Und wir möchten dich wirklich sehen, wie du bist, Herr. So viel anders, so viel heiliger. Vielen Dank, Herr.
unser Vater, hör der Himmel auf zu dir, singt lauter. Deinen Namen preisen wir unaufhaltsam. Lass die des Himmels frisch herein. Sagst.
ich umarme die Wahrheit, die du sagst, sag es mir, ich höre zu. Ich höre zu. Thank you for the power of your blood.
took all my shame and all my guilt. You took all my shame and all my guilt. Now there's nothing holding me back from you. Your love never lets me go. Your love, it never lets me go. Your love never lets me go. Thank you that we're living in your kingdom. Jesus, you're the King upon the throne. Thank you for the way you always loved me. And now I get to love you in return. And now I get to love you in return. And now I get to love you. Oh, how I love. Oh, how I love. Oh, how I love you. Yeah. Oh, how I love you in return. Song for you. There's no one else for me but you. Hear my love song for you. There's no one else, no one else, and no one else can touch my heart like you do, you do, you do, you do. And no one else can touch my heart like you do, like you do, like you do. Like you do. You do. Niemand kann mein Herz berühren wie du. Deine Liebe ist besser als Leben. Wir trauen dir. Wir trauen dir, großes zu. Dein Name ist wunderbar. Dein Name mag wunderbar. Wir trauen dir. Wir trauen dir, großes zu. Treue Person.
vertrauen dir. Wir trauen dir, Großes zu. Dein Name ist wunderbar. Dein Name macht wunderbar. Wir trauen dir. Wunderbare Berater.
trauen dir. Wir trauen dir Großes zu. Dein Name ist wunderbar. Dein Name macht wunderbar. Wir trauen dir. Wir trauen dir Großes zu. Dein Name ist wunderbar. Wasser. Kannst du es spüren? Es ist wie Wasser, kommt rein. Es ist sehr erfrischend heute Abend, dass wir bleiben in dieser Herrlichkeit
von diesem wunderbaren Gott. Du bist völlig du allein.
nicht du, nein. Du bist völlig du, nein. Denn alles kommt von dir. Alles, alles wegen dir. Dir gebührt die Ehre. Wir möchten eine Bibelstelle aus Hesekiel 37 lesen. Danke, Aga. Einmal wurde ich vom Herrn ergriffen und hatte eine Vision. Darin hob mich Gottes Geist empor und brachte mich in ein weites Tal, das mit Totengebeinen übersät war. Dann führte er mich durch die ganze Ebene und ich sah dort unzählige Knochen verstreut liegen. Sie waren völlig vertrocknet. Gott fragte mich, du Mensch, können diese Gebeine je wieder lebendig werden? Ich antwortete, Herr, mein Gott, das weißt du allein. Da sagte er zu mir, sprich zu diesen dürren Knochen und fordere sie auf. Hört, was der Herr euch sagt. Ich bringe Geist in euch zurück und mache euch wieder lebendig. Ja, das verspreche ich, Gott der Herr. Ich lasse Sehnen und Fleisch um euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Mein Atem hauche ich euch ein, damit ihr wieder lebendig werdet. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich tat, was Gott mir befohlen hatte. Noch während ich seine Botschaft verkündete, hörte ich ein lautes Geräusch und sah, wie die Knochen zusammenrückten, jeder an seine Stelle. Vor meinen Augen wuchsen Sehnen und Fleisch um sie herum, und darüber bildete sich Haut. Aber noch war kein Leben in den Körpern. Da sprach Gott zu mir, du Mensch, ruf den Lebensgeist und befiehl ihm in meinem Namen. Komm, Lebensgeist, aus den vier Himmelsrichtungen und hauche diese toten Menschen an, damit sie wieder zum Leben erwachen. Ich tat, was Gott mir befohlen hatte. Da erfüllte der Lebensgeist die toten Körper. Sie wurden lebendig und standen auf. Sie waren so zahlreich wie ein unüberschaubares Heer. Da sprach Gott zu mir, du Mensch, die Israeliten gleichen diesen verdorrten Gebeinen. Du weißt, wie sie klagen. Wir sind völlig ausgezehrt und haben keine Hoffnung mehr. Uns bleibt nur der Tod. Darum richte ihn diese Botschaft von mir aus. Ich, Gott, der Herr, öffne eure Gräber und hole euch heraus, denn ihr seid doch mein Volk. Ich bringe euch heim ins Land Israel. Wenn ich euch wieder lebendig mache, werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich fülle euch mit meinem Geist, schenke euch noch einmal das Leben und lasse euch wieder in eurem Land wohnen. Ihr werdet sehen, dass ich meine Versprechen halte. Mein Wort gilt.
Herr, wir halten dein Wort. Dein Wort gilt. Du sprichst es aus und Dinge ändern. Wir sind wieder lebendig. Unsere Stadt wird wieder lebendig durch dein Wort, durch deine Verheißungen. Wir halten dich fest, Herr, und alles, was du gesagt hast. Wir vertrauen dir, du machst es. Wir haben nichts ohne dich. Wir sind so abhängig von dir, deine Macht, deine Kraft. Aber wir glauben, wir vertrauen dir, dass du das machst, was du gesagt hast. Alles, was wir hoffen in dieser Zeit, gib wieder Hoffnung zu den Leuten, die keine Hoffnung haben. Gib uns ein Herz für unsere Stadt, für alle diese Leute, die rum uns laufen und keine Ahnung haben. Gib uns Augen, gib uns ein Herz voller Barmherzigkeit, voller deiner Liebe, voller Glauben, dass du wieder lebendig machst. Nur du weißt es, Herr. Nur du weißt es. Nur du das machen kannst, Herr. Wir sind so schwach, wir sind so klein, aber du bist grenzenlos und wir sind auf deiner Seite. Gib uns grenzenlose Gedanken über unsere Stadt, unsere Freunde, die Mitarbeiter auf die Arbeit, unsere Kollegen, unsere Brüder und Schwestern, mein Vater, meine Mutter, meine Kinder. Gib uns eine Vision, wie du diese Welt siehst, so viel anders, als was wir sehen. Sache erhoben durch deine Liebe aus der Dunkelheit hinein in dein Licht. Du siehst unsere Sorgen, trägst unsere Trübsal, heilst unser Herz. Thank you.
Zu Herrlichkeit in Ewigkeit.
Anbeten an von Ehrlichkeit zu Ehrlichkeit in Ewigkeit. Wir kommen in Einigkeit, wir kommen als Einklang, wir kommen zusammen, um deinen Namen zu ehren. Wir kommen in Einigkeit, wir kommen als Einklang. Zusammen, wir kommen zusammen in Einigkeit. Wir kommen in Einigkeit. Schenk uns Gnade für Einheit. Schenk uns Gnade zu vergeben. Schenk uns Gnade. Schenk deine Kirche Gnade. Deine Einigkeit, deine Einheit, ein Geist, ein Leib, ein Wort. Halleluja, ich danke dir, dass du diese lebendigen Steine zusammenfügst zu einem wunderbaren Haus. Halleluja, du bist der Eckstein, du bist das Fundament und wir rufen diese Einheit aus über deine Gemeinde, über deinem Leib, nichts menschlich Gemachte, sondern du fügst zusammen, du lässt uns im Geist erkennen, du siehst, du schenkst uns deinen Blick über Herzen. Halleluja, Geist Gottes, ich bete für diese Einheit, wo wir unsere Augen erheben zu dem einen, weg von allen Dingen, die vergleichen wollen. Ich bete, dass du unsere Augen erhebst zu dem einen, dass wir Schulter an Schulter stehen, das Band der Einheit uns verbunden. Geist Gottes, du stiftest diese Einheit durch dein Wort, ein Geist, ein Leib. Halleluja. Halleluja. Mehr. Halleluja. Ja, was mich bewegt in der letzten Zeit ist, dass wir sehen dein Königreich über alle Kirchen. Das ist nicht, es geht nicht um meine Kirche oder deine Kirche, diese Gegend oder diese Kiez oder ja. Es geht um dein Königreich, Herr. Gib uns diese Vision so viel größer, als was wir gesehen haben. Und dass wir sehr Großzügigkeit mit unseren Leuten, mit unserem Programm, mit alles, was geht in unserer Kirche, gibt es so viel Angst, die anderen zu beleidigen. Herr, gib uns so eine Gnade, eine große Gnade, um zu teilen. Alles, was wir haben, als eine Kirche, du siehst nur eine Kirche. Du siehst nicht so viele andere Kirchen, viele Denominationen. Du siehst eine Kirche, wir sind eins in dir, Herr. Und wir möchten diese Offenbarung. Wir brauchen das, für was kommt, Herr. Wir brauchen diese Offenbarung, Herr. Gib uns einen Geist von Wahrheit und Offenbarung. Weisheit und Offenbarung in dir, Herr. Es ist möglich nur mit dir. Nur mit dir, Herr. Weiter als unsere Kultur. Weiter als was wir schon gedacht haben, Herr, so viel mehr, so viel weiter, so viel breiter. Gut.
du es gerade ausgebetet hast, habe ich dieses Bild gesehen, dieses langen Tisches, dieses Mahl, dieses Hochzeitsmahl. Der Bräutigam ruft seine Braut an diesen Tisch und es ist ein riesiges Mahl und jeder einzelne Platz ist reserviert. Dein Platz ist reserviert für dich. Du musst nicht länger um diesen Platz kämpfen an diesem Tisch. Du musst nicht deine Arme breit machen, sondern dieser Platz ist reserviert für dich. Ich spüre so wie der Geist Gottes, dass du uns ins Herz legst. Dieser Platz ist nur reserviert für dich. Er würde sonst leer bleiben. Dieser Tisch ist voll gedeckt nur für dich. Dieser Platz ist reserviert für dich. Und ich glaube, dem Maß, wie wir so satt werden in seiner Gegenwart, so geborgen in seiner Vaterschaft, so gewiss, dass wir Kinder des Allerhöchsten sind, gekrönt mit jeder Himmelsgabe, so können wir reich austeilen. Und ich bete für diese Identität, die du stiftest, Geist Gottes. Du bist der Geist, der uns in die Arme des Vaters treibt. Du lädst uns an diesen Tisch des Bräutigams. Jesus, du schenkst uns voll ein. Güte und Barmherzigkeit werden uns folgen unser Leben lang. Und dass dieser Freudenkelch, von dem wir nehmen können, das Frieden bereit. Dieser Platz ist nur für dich reserviert. Halleluja. Die Zeit von Waisenkindschaft ist vorbei. Ich erkläre wirklich eine Zeit, wo wir so in diese Kindschaft hineintreten, dass wir wissen, dieser Platz bleibt sonst leer, wenn ich ihn nicht einnehme. Diese Position ist nur für mich bestimmt. Und hier ist der Ort, wo ich satt werde in meinem Herzen. Nur hier, nicht rechts, nicht links, nicht auf der Position des anderen, sondern hier an diesem Tisch seiner Gnade. Ich danke dir, dass du uns sättigst mit deiner Gegenwart, wirklich sättigst in diesen Zeiten, wo wir dich anschauen, dass du unsere Bedürfnisse stillst. Du liebst es, uns zu begegnen. Und wir schauen dich an, du bist die Quelle. Jesus, du bist das pure Leben. Du bist die Sonne meines Lebens. Du bist mein Friedefürst. Ich liebe dich. Und in diesen Zeit, wo wir ihn anschauen, färbt dieses Wesen ab in uns. Und ich danke dir für diesen Platz, der reserviert ist. Ich danke dir für dieses große Hochzeitsmahl. Und ich danke dir, Geist Gottes, dass du die Braut vorbereitest, dass ihre Lampen gefüllt sind in dieser Zeit, dass wir uns umarmen in dieser Gewissheit. Wir sind Teil dieser Brautgemeinde, dieser Gemeinde der Herrlichkeit. Halleluja.
It's time to stand. It's time to rise up. We're gonna rise, gonna rise, gonna rise, guys. Making us alive again, alive again, alive. Oh, we're alive. Oh, can these bones live, we say. Oh, yes, they can, oh Lord. You know, you know, you know it well, oh Lord. You know, oh God. We say yes, oh Lord. We say yes, oh God. To everything you wanna do, we say yes, oh Lord. We say yes, oh God. To everything, everything you wanna do, the answer is yes, Lord. Here I am, oh God, send me. We say yes, Lord. We say yes, Lord. Say yes, Lord, to everything you want to do. Where else could I go? Where else would I go? You have the words of life. You have the words of life. We say yes, Lord. Yes, Lord. Is Agan Yahir, Yahir. Yes. Wer ihn kennt,
Gebet, die Gebet, die Gebet, die ihre.
lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Herr, komm in mir wohnen, lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Herr, komm in mir wohnen, lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre, dass ich dich stets lieb und ehre. Wo ich geh, sitz und steh, lass mich dich erblicken und vor dir mich bügen. Wo ich geh, sitz und steh, lass mich dich erblicken und vor dir mich bügen. Thank you.
are here, you are here, I am not alone. You are here, you are here, I am not alone. You are here, you are here, I am not afraid. You are here, you are here, I will never fear, no, no. Mein König Gott,
lass mich, Herr, ein Wohlklang sein. Lass mich, Herr, ein Wohlklang sein. Lass mich, Herr, sacrifice. Only you
Ich spüre so, wie der Himmel uns auf diese Frage antwortet. Auf dieses Gebet, lass mich hier ein Wohlklang sein vor dir. So antwortet der Himmel über mir, ja, du bist ein Wohlklang vor mir. Du berührst mein Herz, deine Anbetung berührt mein Herz. Dieses Herz, was sich zu mir sehnt, was sich ausstreckt nach mir, berührt mich so sehr. Diese Einfachheit, dieses Kindliche, diese Sehnsucht in dir. Auch diese Echtheit, dieser Zerbruch. Einfach dein Herz, so wie du kommst zu mir. Und Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Zuspruch, für diese Gewissheit, dass unser Lobpreis, unsere Anbetung dein Herz berührt. Und so wie wir eingangs gesagt haben, wir beten dich an im Geist und in der Wahrheit. Wir wollen dein Herz berühren, indem wir uns eins machen mit deinem Geist. Indem unser Herz so einstimmt in diesen Jubelruf des Himmels, in diese Anbetung des Himmels, die rund um die Uhr läuft. So stimmen wir ein in diese Anbetung. Halleluja. Halleluja. Amen. Vielen, vielen Dank, Lisa, dass du uns mitgenommen hast. Vielen, vielen Dank, liebes Team, Thomas, Michael. Unsere wunderbare Tonregie und Streamingregie. Und Textregie, es ist echt eine Ehre, immer wieder neu unseren König der Herrlichkeit Ehre zu geben und zu wissen, wir berühren sein Herz. Vielen Dank, dass ihr euch immer wieder aufmacht mit uns. Es ist wirklich ein Wohlklang vor ihm, es ist ein Wohlgeruch und es ist so ein, ja, dieses Wert, was wir ihm geben, diese Anbetung, die ihm Wert gibt, wenn wir unsere Zeit ihm hinlegen, unser Herz, unseren Hunger, unsere Sehnsucht nach ihm. Es ist so ein Wert vor ihm, den wir ihm geben. Und das bedeutet Anbetung. Wir geben ihm Wert. Worship im Englischen. Wir geben ihm diesen Wert, dem ihm gebührt. Herrlich, Halleluja. Seid gesegnet. Gerne wieder nächste Woche Montag zu Singt dem Herrn ein neues Lied dabei. Vielen Dank.